Ja, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zompierser. Wir haben die Nacht hier im Haus wirklich gut verbracht und es ist mittlerweile 6:36 Uhr. Als erstes mal den halt nicht, den Schlafsack wegpacken, dass wir den hier nicht vergessen. Das wäre äußerst schlecht. So, dann würde ich sagen, wir essen mal was und wir trinken mal was. Wir schauen mal auf unsere Werte, wie es da ausschaut. Ich glaube, trinken können wir zweimal. Das ist in Ordnung. Ja, momentan ist das noch in Ordnung, ne? Aber ich weiß noch nicht, was wir in der Zukunft finden werden. Von daher könnte es vielleicht schon ein bisschen knapp werden. So, wie sieht's aus? Ich würde mal die Energies hier rüber tun. So, das kann alles mal. Das kann. Warte mal, das tun wir mal nicht dahin. Die Bögen, ja genau, das ist das. Das lassen wir mal. Und ich tue jetzt mal hier so ein bisschen ein paar Sachen hin, die ich gerade nicht brauche. Ja, das lassen wir auch mal da. Okay, und hier haben wir noch Essen. Wie sah das aus? Wollen wir eigentlich? Ja, eins kann ich noch. Okay. Sehr gut. Ja, allzu ausgeschlafen bin ich nicht. Ihr seht es, das ist nicht so. Aber ja, dann ist das auch kein Problem. So, den Helm würde ich mal reparieren, dass wir ein bisschen Schutz haben. Und da drücke ich mal die Taste R war's, genau. Und halt, da müssen wir die mal rüber tun. Dann funktioniert es auch. So, damit ist der repariert. Haben wir wieder ein paar Kilos frei. Und das läuft auch. So, zu unseren Waffen. Wir haben momentan, ja, wir haben ja wieder mal ein bisschen was verbraucht. Ist aber nicht so schlimm. Ich würde mal die Pistole nachladen. Und auch unser Sturmgewehr. Da haben wir 10 Schuss für den Notfall. Gut, das ist es erstmal. Mein Freund muss ich mal hier aktivieren. Und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier im Haus vorangekommen sind. Ich glaube, wir hatten nur diesen Vorraum hier gecleant. Oben waren wir, glaube ich, noch nicht. So, das heißt im Klartext, wie sieht es bei uns denn mit Holz aus? 5 Stück haben wir. Das reicht nicht. Ich bräuchte noch mindestens 3 Holz oder so. Siehst du, da geht es nämlich dahin, wo es hingeht. Genau. Ja, das ist eine einfache Sache, ne? Flashlight, Light, Light war es. So, ich mache hier nochmal zu. Ich gehe nochmal ganz kurz schauen, aber wir waren eigentlich fertig hier. Es ist halt nur, weil ich wieder neu anfange, neue Aufnahmesession, sind die Türen jetzt wieder alle zu. Ich kontrolliere es trotzdem nochmal, dann hat man das auch gecleant. Sehr gut. So, die Schränke nochmal. Aber da waren wir schon so weit, ne? Nee, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe, die sind draußen jetzt nicht wieder alle da, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, jetzt haben wir nämlich hier die Lagersektion, war das, glaube ich, hier, oder? Das ist auch so schwierig. Warte mal, mein Freund, ich muss dich mal hier lassen. Du bist mir sonst im Weg. Ja. Also hier werde ich jetzt die Ressourcen finden, die ich noch brauche. Das Problem ist bloß, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob da hinten in der Ecke einer war, den man nicht sieht. Nee, das ist in Ordnung. Oh, was liegt da? Warte mal, erstmal Tür aufmachen hier. Okay. Rein für den Notfall. Nicht, dass es eng wird. So, den am Rücken, die ist kaputt gegangen, oder? Nee. Haben wir. Gut. Okay. Mir krabbelt gerade die Nase und nicht wundern bitte, ich habe einen Bonbon im Mund, wegen, ja, dass meine Stimme nicht versagt. So, ich glaube, hier links steht einer, aber ich weiß nicht, was hier steht. Ich probiere es mal damit. Ne, da steht keiner. Oh, hier um die Ecke könnte einer stehen. Ah. Okay. Tja, was macht man da? Einer mit Schild. Ich glaube, ich habe seinen Arm getroffen, ne? Das Schild ist wieder weg, oder? Ja, das funktioniert wirklich. Also das finde ich echt eine schöne Sache. Dass er allerdings durch die Türen geht, das finde ich nicht so schön. Der cheatet. Okay, also das mit dem Arm funktioniert richtig gut.
wenn du den Arm anschießt, den Unterarm oder so, dann hast du durchaus die Möglichkeit, dass er das Schild fallen lässt. Das muss man sich merken, aber das ist so Learning by Doing. Ich weiß auch nicht, ob das neu ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. Jetzt muss ich erstmal schauen mit E und F war's. So. Ja. Gut. Da kommt erstmal viel Holz rum. Ist hier noch einer? Nee, da liegt der Arm. Also das funktioniert wirklich extrem gut. Das ja, schön, dass wir das rausgefunden haben. Und auch noch viel schöner, dass er uns nicht gleich erkannt hat. Dass wir wirklich die Chance dazu hatten, ne? So. What? Also bei denen scheint das jetzt standardmäßig zu sein, dass der zweite Pfeil immer weg ist. Ne? Das ist so eine Standardprogrammierung, habe ich so den Eindruck, damit man ein bisschen was einbüßt. Aber halt, was habe ich hier gesehen? Hier war da. War das die Tür? Ah, das war die Tür, okay. Schließen. Gut. Okay. Gut, hier geht's nach oben. Wo ging es hier hin? In die Garage oder so? Da ist bestimmt ein Flitzer. Das schenke ich mir erstmal. Klopft da unten oder oben? Erwischt. Ach, lass sie klopfen. Jetzt ist sie durch. Mal gucken, was kommt. Ah, mein Freund. Halt, lass die Tür offen. So, keine Ahnung, wer jetzt kommt hier. Okay, scheint ein normaler zu sein. Na komm. Jetzt wartet er hier extra. Das ist doch ein. Das ist doch einer. Bleibt er einfach stehen. So. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Ah, hier. What? Das ist aber schön. Kriege ich das wieder? Ah, okay. Das gefällt. So, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch einer steht. Müssen wir aufpassen. Dass wir noch einen gelockt haben. Aber ich glaube, das ist okay. Zwei ist okay. Ein Runner und ein normaler. Die haben wir erwischt mit 4 Schuss. Ja, wir gucken. Oh, das brummt was. Okay. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Warte mal, Rechner. Ein Rechner ist immer gut. Rechner müssen wir mitnehmen. Was ist hier für ein Bild? Aha. So, haben wir sie doch erwischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sah nicht so aus, wo wir in die Kurve sind. Da stand sie noch. Aber vielleicht hat die Matrix mal drüber nachgedacht, dass das ja nicht so mit rechten Dingen zugeht. So. Ja. Ah, weißt du? Weißt du?
Ist ja noch einer. Kommt der her? Okay, die Hälfte haben wir runter von unserem Leben. Das läuft aber noch. Was mache ich mit dem Schild? Da müsste ich Munition wieder einsetzen. Ne? Ist wieder eine Sache, die ich nicht will. Wo kam denn das Geräusch her? Von draußen? Ach nee, da ist er. Hallo. Was mache ich mit dir? Na gut. Ja, müssen wir es halt so machen, ne? Hätte es auch mit Fall machen können und dann einen Schritt, so einen Ausweichschritt nach hinten, das geht auch. Wäre auch eine Idee gewesen. Eine Fangtumor so oder so. Also, das ist eigentlich egal. Und so viel Schaden macht er nicht, das können wir heilen, ne? So, hier waren wir fertig. Ich gucke trotzdem nochmal. Den Kasten hat man. So, der hier ist weg. Der Flitzer ist auch weg. So, ein paar Sachen haben wir bekommen. Weißt du was? Ich nehme mal so einen Drink hier. Bringt uns ein bisschen Energie. Ah ja. So, haben wir. Das ist hier der Kühlschrank und ein Schrank. Siehst du, da gibt es wieder Munition. Sehr schön. Oh, Schrotgewehr. Haben wir was bekommen? Oh, schön. Heißt aber nicht, dass wir es gleich rausblasen. Also ich werde mir das wahrscheinlich alles für die Speziellen aufhalten müssen. Na, ihr wisst schon. Aufheben, wollte ich sagen. So, hier steht keiner. Sehr gut. Ja, warum ich immer so gucke? Die stehen dann immer so hier. Und so oder ähnlich. So, hier könnte wieder ein Flitzer drin sein. Ah. Lauf! Oh. Na klar, jetzt habe ich die vor mir. Jetzt spuckt die mich klar an. Ah, ist das dumm. Also das war dumm. Das war jetzt echt dumm. Das war echt dumm. Kommt hier jemand? Nee. Na gut, aber... Man muss auch ein paar Fehler machen. Ich würde bloß mal gucken, können wir irgendwie was nehmen? Ich nehme jetzt mal so eine Pille hier. Die hält uns langsam wieder nach oben. Die... Ja. Rechte Maustaste. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die uns bringt. Das habe ich nie getestet, aber... Warte mal, wo hatte ich ihn von uns hingeschossen? Irgendwo hier hin. Hier ins Regal rein. Keine Ahnung, wo der Schuss hinging. Aber ich gehe mal davon aus, der ist Geschichte. So, sehen tue ich nichts, dann ist es so. Gehen wir wieder hoch. Da bringst du eine Folge hier zum Haus zu. Das ist ja echter Wahnsinn. Und irgendjemand hatte gewettet, ich schaffe es heute noch bis zum... Naja, ich will es nicht verraten, für die, die es nicht kennen, aber zum speziellen Punkt. Das sieht wohl nicht so aus, ne? Ja, aber es ist auch schwierig auf die Entfernung. Der Bogen müsste wirklich gleich gespannt sein, ne? Das ist aber immer so eine Sache, finde ich. Daneben ist jemand. Mhm. War das nicht auch das Haus, wo es auf dem Dach weiter ging? Nee, ne? Ja, das kommt das noch. Haben wir die nächste? So zum Beispiel. Kann das auch funktionieren? Okay. Das sind zwei. Und es ist ja auch wieder ein Flitzer dabei, bestimmt. Okay. Kriege ich seinen Arm? Nein. Schade.
Warte mal, das machen wir anders. Ich bring dich mal auf eine Ebene. Oh, hier ist er. War er das etwa? Das könnte sein. Okay. Ja, es war alles etwas hochgezielt, ne? Aber was soll's. Machen wir hier unten die Hütte voll, dann ist auch nicht so schlimm, dann ist oben ein bisschen sauberer. Ach ja, ein Theater. Ne, ich muss Munition sparen. Wir müssen einfach, ich weiß noch nicht, was kommt. Der Fuchs beobachtet uns. Ich weiß noch nicht, was kommt. Oh, sehr schön. Und von daher, ja. Mal gucken, ne? So. Die hat man sehr gut erwischt. Das war auch der Plan dahinter. Wie Kiste leer. Willst du mich trollen? Das ist ja nicht so, ne? Weißt du was, ich nehme noch eine. Also es waren so vielleicht 50, 60, was es gebracht hat. Alle 2 Sekunden einen Tick. So steht es aber, glaube ich, nicht drin. Ne? Es steht bloß Lebensregeneration 120 Sekunden. Ja. Ja, gefühlt würde ich sagen, alle 2 Sekunden geht es nach oben. Ne? Ja. So, gut. Das hat man. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Hier ist sonst nichts weiter. Gehen wir nochmal hier drüben schauen. Da ist auch keiner mehr. Dieser hochmoderne Fernseher hier. Aber besser als kein Fernseher. Ne? Gut. Oh. Schön. Das hat man. Das hat man. Und da haben wir das da hinten auch. Hier gibt es keinen Rechner oder irgendwas. Das haben wir auch gehabt. Ich glaube, das sind wir durch. Schöne Sache. Den hat man auch. Und das hat man auch gemacht. Genau. Gut. Da waren wir auch drin. Den haben wir auch gehabt. Und dann können wir losziehen. So, jetzt sollte ich jede Menge Holz haben. Jetzt müsste ich hier nochmal gucken. Denn irgendwo steht hier einer. 100 pro. Ne, hier steht keiner. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Steht hier einer auf? Ne, auch nicht. Das ist ja komisch. Ich hätte schwören können, dass in der ersten Staffel hier einer drin war. Aber vielleicht halt vertue ich mich da auch einfach. Ist auch nicht so schlimm, wenn mal einer fehlt, ne? Oder geändert wurde, oder man sich das einbildet, dass da vielleicht was gewesen wäre. So, hier waren wir auf alle Fälle gewesen. Die Räume sind auch klar. Das heißt, ich kann meinen Freund hier nehmen und wir können weiterziehen. Sehr gut, dann komm mal mit. So, jetzt muss ich mal schauen, wie viel Holz haben wir. Wir haben genug Holz. Ich würde jetzt nochmal zurückkehren, auch wenn das ein bisschen nervig ist, auf der einen Art, würde ich zurückkehren und jetzt... Wieso stehst denn du so weit draußen? Ist das ein... Das ist ein Coach, ne? Oh nee. Das ist ein Coach. Den brauche ich jetzt echt nicht. Der stand doch ein bisschen weiter drin eigentlich. Ne, ist ein Dicker. Vielleicht haben wir Glück. Möchte den nicht scouten. Es kostet wieder unnötig Munition, das ist es halt. Ne? Ich krieg den vielleicht mit den Pfeilen auf 50%, aber dann hört es auch auf. Ne? Ne, das kriegt man locker hin. Den scout man nicht. So. Die hätte ich eigentlich mal da lassen können. Ne? Sieht er mich so? Nö. Der hat eine Scan-Reichweite. Das ist ja keine optische Erfassung. So, ich hoffe, dass wir hier nichts verändert haben. Oder der Herr der Spiele hier was verändert hat. Ja. Dann können wir nämlich gleich noch das fertig machen, was wir brauchen. Vielleicht schaffen wir es heute doch noch dorthin. Aber ich glaube, wenn das hier jetzt die westliche Seite ist, das die östliche Seite und das die nördliche Seite. Da haben wir auf der nördlichen Seite, glaube ich, war noch ein Haus. Und das war so ein Lagerhaus da. Also wir werden es heute nicht bis zum, ja, bis zum Halbfinale schaffen. Das Halbfinale ist ungefähr da hinten zwischen den zwei Felsformationen. Ein klitzekleiner Durchgang.
Ich glaube, bis dahin wird es nicht gehen. Hier liegt ein Pfeil. Was ist hier los? So, wir schauen erstmal hier rein. Wir haben das. Ja. Und ich würde. Haben wir das nicht da gelassen? Wo bist denn du, Freund? Ist das weg? Nee, das ist im Automat drin, ne? Wir hatten das drin gelassen. Ja, genau. Oh je, jetzt hatte ich aber. So, wie viel brauchen wir denn eigentlich dafür? 7 Stück, oder? Genau, 7 und das. Das heißt, ich müsste. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ich mache gleich mal 8 Holz. Ja, jetzt wird es ein bisschen laut. Ist leider so. Und dann würde ich gerne das Schwarzpulver noch herstellen. Das müsste auch reichen. Da haben wir auch 8 Stück. Dann können wir uns 2 Dynamit-Sprengstäbe machen. Also 2 massive, denn die werden wir brauchen. Und ich weiß nicht, man kann sich mal vertun, dann wird man wieder zurückrennen. Deswegen machen wir es gleich richtig. Einen Reserve. Vielleicht klappt es ja schon beim ersten. Ne? Ist halt so. Ja, und weil der eben immer solche Geräusche nebenbei macht, wenn der auch steht, vor Langeweile sich so ein bisschen bewegt und das ein bisschen nervig ist, finde ich zumindest. Deswegen schalte ich den immer ab, wenn ich ihn nicht brauche und nicht auf Warten, weil bei Warten macht er das nämlich auch. So, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Schwarzpulver, dann machen wir mal die 8 Stück. Das wird jetzt auf alle Fälle laut. Es braucht halt seine Zeit, ne? Aber ich muss sagen, das Spiel an sich ist knackig geworden. Also es ist nicht mehr so, wie wir es in der ersten Staffel hatten. Und auf der einen Seite ist das gut so. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt erheblich ansprechender. Und so war es wohl mal auch am Anfang. Das wurde mir in der ersten Staffel berichtet, dass es am Anfang wenig Munition gab, dass ich eben in Munition schwimmen würde. Und das war auch so. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir da ein bisschen sparen. So, dann würde ich jetzt mal, wir haben 6, ich brauche noch 8 Stück, die haben wir auf alle Fälle da. Das heißt, ich brauche noch ein Plastik. Komm mal hier, mein Freund. Ein Plastik brauche ich noch. Das machen wir jetzt mal so. Mhm. So, dann machen wir hier die Dynamitstangen. 8 Stück. 8 Stück reichen zu. Bauen. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen laut, aber so ist es halt. Und ihr seht, was das Endergebnis ist, das Dynamitbündel, na, also die große Sprengstoffbombe hier. Das soll es werden. So, und da haben wir die einzelnen Stangen fertig, wunderbar. Und jetzt geht es daran, und da machen wir mal 2 Stück davon. So. Und da geht's los. Einmal zusammenkleben und die Schnüre verbinden. Haben wir Nummer 1. Und die Nummer 2. Wunderbar. Dann haben wir das nämlich dabei, was wir brauchen. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich tue es auch mal hier vorne beim Essen rein. Weil es mich da ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Das restliche Holz tue ich jetzt hier mit rein. Das kommt hier mit rein. Das, das. Den Zettel können wir mal irgendwo da lassen vielleicht. Den brauche ich jetzt nicht. Ich nehme das mal mit rein. Der Riegel, den können wir wahrscheinlich essen. Den essen wir mal.
Was macht unser Leben? Das ist okay, das ist wieder hochgegangen. Plastik können wir noch mit rüber tun. So, Munition lassen wir am Mann. Ich nehme mal noch zwei davon. Und dann würde ich sagen, tun wir uns noch ein bisschen vorwärts bewegen. So. Der Zettel, den hat man. Hallo Alonso, deine Mutter schreibt dir, du hast mir ja schon lange nicht mehr geschrieben und ich mache mir große Sorgen. Ich verstehe, dass du dank deines Dienstes gut ernährt und gut gekleidet bist, aber ich mache mir Sorgen wegen der Gefahren, denen du dich jeden Tag aussetzt. Unsere Farmen sind so ruhig und friedlich. Ich hoffe, du verstehst die Sorge und kommst zu mir und deiner kleinen Schwester zurück. Sony, ich liebe dich, deine Mutter. Ja, das hat man, glaube ich, schon gelesen, aber das ist ja erstmal egal. So, warte mal, wir müssen mal zumachen. Dann können wir das hier auch rüber tun. Genau. Dann ist das weg. Munition haben wir dabei. Ich prüfe nochmal. Wir haben jetzt 78 Schuss Munition wieder. Wir haben mehr fürs Schrotgewehr. Und wir haben auch hier für die AK wieder eine volle Ladung. Und ich würde sagen, wir haben alles. Ich prüfe nochmal, ob unser Rucksack hier dabei ist. Jawohl. Sprengstoff haben wir auch dabei. Läuft soweit. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, dann nehme ich nochmal Wasser. Ich prüfe nochmal. Ja gut, das war jetzt Verschwendung vielleicht. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, wie wir klarkommen. Deswegen würde ich lieber das nehmen. Also sind wir bei 80% und wir ziehen los. Ja, jetzt nochmal den Weg zurück. Müssen wir nochmal an dem Korpulenten da vorbei. Uns vorbeischleichen. Der ist aber, glaube ich, wieder reingegangen. Nee, ist er nicht. Aber das kriegen wir hin, denke ich. Ich will die jetzt nicht auslösen. Ich will weiterziehen. Ich möchte, dass wir erstmal durchkommen. Dann haben wir nämlich erstmal zumindest einen Teil gelootet und einen Teil vernichtet. Das hat einfach den Hintergrund. Ich kann hier sowieso nicht alles mitnehmen. Das ist der erste Grund. Es wird wahrscheinlich auch weniger sein, was wir looten können. Aber ich komme auch mit der Munition, müssen wir aufpassen. Ne? Das ist einfach so. Ist der ist da, ja. Okay, hab den gar nicht gehört. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier abtauchen. Dass der uns nicht scoutet, obwohl wir wahrscheinlich gut dabei sind. Tja, wenn es losgeht, müssen wir rennen, oder was? Ich weiß es nicht. Oh, sehr gut. Das ist aber freundlich von Ihnen. Ich tue trotzdem ein bisschen weiter schleichen. So, was sagt eigentlich unsere Energie? 12%. Ja, die zwei Drinks haben es gebracht. Mhm. Hätte ich vielleicht mal alle mitnehmen sollen. Aber da kriegen wir dann zumindest die halbe Stunde voll und dann können wir ein Ründchen schlafen. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen länger schlafen, dass wir mal einen Tag überspringen oder so. Müssen wir mal schauen. Oder wir heute ein bisschen eher ins Bett gehen. Wir schauen mal. So, sprinten wir mal ein bisschen hier vor. Jetzt müssen wir wieder aufpassen wegen die Büsche. Und da in der Mitte von den Feldern ist irgendwo noch eine Farm. Und die ist so, soweit ich mich recht erinnere, war das die Farm, die so als Lagerhaus war. Und es war reichlich dort zu finden. Aber ich vermute mal, dass dort auch sehr viel los sein wird. Und ich weiß jetzt nicht, was wir hier um die Ecke haben. Wir lassen uns überraschen. Solange es keiner von den Speziellen ist, ist mir das eigentlich relativ. Sollte man hier mal gucken gehen? Ich weiß es nicht. Was hockt denn dort? Nee. Nee, ist okay. Gut. Ja, und durch die Felder sind wir in der ersten Staffel. Das war okay. Heute würde ich das als hochgradig gefährlich einstufen. So, da haben wir hier einen Rücken frei. Das ist gecleant. Okay. Sauber, wie man immer sagt im Fernsehen. Ne? Ich glaube, hier stand einer. Ne? Müssen wir mal aufpassen. Sieht für mich alles gut aus. Es könnte natürlich aber auch sein, dass sie hier vielleicht mal eine Kiste oder was versteckt hat. Ne? Weiß man nicht. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Wir gucken mal, ob sich hier ein Busch bewegt. Da hinten ist einer, wette ich. Der dort, oder? Weiß ich nicht. Sieht im Moment alles gut aus. Am Weg wird bestimmt einer sein hier. Bestimmt
eben so, dass man wieder nichts sehen aus dem Winkel, wo wir herkommen. Ja, da ist die Farm, da will ich hin. Gut, wenn da die Büsche sind, dann entscheide ich mich jetzt für den Weg. Und hoffe, dass ich auf der Entfernung das alles richtig sehe. Ich werde das so machen und ja, ich werde dieses Level zweimal machen, aus dem einfachen Grund. Wir haben ja am Anfang nicht so viel Munition, ich habe es ja schon gesagt. Und ich würde die trotzdem gerne alle wegcleanen, die hier sind. Na, das holen wir uns beim nächsten Mal und natürlich auch die restlichen Ressourcen, wir werden die brauchen. Das ist einfach so. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Für mich sieht das immer noch gut aus. Es sieht so aus, als würde hier wirklich keiner hocken, ne? So, die Frage, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, hier rüber zu gehen. Einer wird hier losrennen, definitiv. Das Problem ist, ich habe nicht mehr viel Ausdauer, ne? Oh, wow. Haben wir noch ein bisschen Energy? Nee. Nee, das ist ein Bodybuilder, oder? Nee, ist ein normaler. Ich hoffe es zumindest. Das sieht mal ein bisschen kräftig aus. Ja, das Lagerhaus ist jetzt natürlich blöd, ne? Das müssen wir erst cleanen, bevor wir uns da niederlegen können. Ich glaube, das war ein Genicktreffer, der war ein bisschen tief. Furchtbar. Das mit der Hydraulik ist furchtbar, finde ich. So, ich mache mal Licht an. Also unser Ziel eigentlich, da wollte ich heute ankommen, aber was nicht ist, ist nicht. So, jetzt sind wir müde. Absolut schlecht. So, ich probiere jetzt mal. Ob ich den hier vorne schon legen kann. Dann wird man das einfach mal so durchziehen. In der Hoffnung, dass es passt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier hinter dem Heuballen die Kameraden noch rumliegen. Ja. Und da hockt einer. Oh wow. Der Bogen ist kaputt. Der Bogen ist kaputt. Okay, das könnte eventuell reichen. Ja, es reicht. Gut, dann machen wir erstmal ein Schläfchen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die Scheune cleanen und uns weiter bewegen zu dem großen Knall. Mehr verrate ich nicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.